HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserem 114. HSV-Podcast. Mein Name ist Kai Schiller und in der hoffentlich stabilen Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Kai. Und zum anderen haben wir einen echten Top-Gast vor einer echten Top-Woche mit den HSV-Spielen gegen den 1. FC Köln am Dienstag und gegen St. Pauli am Freitag. Und vorgestellt wird dieser Top-Gast, wie immer bei uns, von unserem Top-Vorsteller Elvis. Bei so vielen Stationen gäbe es Stoff für viele Strophen, wird auf dem Feld schon zur Legende. Bei PSV Eindhoven fast 300 Spiele, Titel in jedem Regal, gewinnt 1978 den UEFA-Pokal und das nicht zum letzten Mal. Denn knapp 20 Jahre später gelingt es ihm mit Schalke, dieses Mal jedoch als Trainer. Kein Wunder, dass sie ihn dort auch noch heute so lieben. Er knurrt sich in die Herzen, lässt die Eurofighter fliegen. Die Liste der Stationen füllt er danach schnell auf. Hertha BSC, in Köln beim 1. FC und bei uns natürlich auch Salzburg, Saloniki, Hoffenheim, Stuttgart, zuletzt immer wieder. Schalke sitzt dort auch im Aufsichtsrat und ist Jahrhunderttrainer. Stärker als die Widerstände, Spaß am Fußball und dem Kopf genauso frisch wie seine Kniegelenke. Vielleicht ist es ihm selber gar nicht wirklich klar. Beim HSV der letzte Trainer, der unumstritten war. Daher zum Abschluss eine Frage. Hat ja so mancher gemacht. Haben Sie bei Hamburg jemals an Rückkehr gedacht? Ja, herzlich willkommen dem letzten unumstrittenen HSV-Trainer, wie es Elvis gesagt hat. Moin, Hüb Stevens. Grüße. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns ja so ein bisschen über alte Tage sprichst, deine Zeit beim HSV. Natürlich wollen wir bezüglich des Pokalspiels, was jetzt am Dienstag ansteht, mit dir auch über deine Zeit beim 1. FC Köln sprechen. Und wir kommen natürlich auch nicht an Schalke 04 vorbei. Und weil das so ist, wollen wir Elvis Frage noch mal ein bisschen hinten anschieben. Doch dazu später mehr. Du wirst noch zur Auflösung beitragen. Aus Gründen der Aktualität wollen wir aber zunächst einmal über das heutige Spiel von Schalke 04 sprechen. Hast du das 1:1 gegen Holstein Kiel gesehen? Ich habe es teilweise gesehen. Ich habe nicht alles gesehen, aber teilweise habe ich es gesehen. Und ich war eigentlich ein wenig enttäuscht über Schalke. Weil ich fand das Tempo im Ballbesitz, das war so niedrig, das war zu wenig. Und dann kannst du nicht eine gut organisierte Mannschaft, wie Kiel das war, kannst du nicht kaputt spielen. Und dann haben sie immer die Zeit, um die Löcher zu stoppen. Und Schalke hat da keine Antwort gefunden. Ja, lustigerweise haben wir morgen im Abendblatt einen Kommentar mit der Überschrift zu unentschieden für den Der HSV hat 1-1 gespielt, St. Pauli hat 2-2 gespielt, jetzt hat Schalke auch noch 1-1 gespielt. Allesamt haben so ein bisschen zum 2022 Auftakt enttäuscht. Nach 19 Spieltagen ist Schalke, deine Schalke sind jetzt Sechster. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass trotzdem Schalke nach 34 Spieltagen noch aufsteigt? Ja, ich denke, dass die Konkurrenz unheimlich groß ist. Weil, guck mal, St. Pauli, glaube ich, auf Schalke sind 6 Punkte. Und die anderen, die sitzen dazwischen und auch nach hinten, Schalke sind noch Vereine, die mitmachen. Das wird wirklich ganz eng am Ende. Ich hoffe natürlich, dass die Traditionsvereine, ja, so wie Hamburg, Bremen und Schalke es schaffen würde. Aber puh, das wird nicht einfach. Hast du von vornherein damit gerechnet, dass das für Schalke eine sehr schwere Saison wird? Schalke hatte immerhin auch einen enormen finanziellen Aufwand betrieben vor der Saison. Ja, ja, wir wussten, dass das ein ganz schwieriges Jahr wurde. Und wir haben auch dann gesagt, wir mussten nicht sagen, dass wir jetzt auch schon aufsteigen wollen. Eigentlich, ja, natürlich will man so schnell wie möglich wieder aufsteigen. Aber eigentlich muss der Verein ganz neu aufgebaut werden. Und dann brauchen sie Zeit. Und dann brauchen sie auch möglicherweise ein zweites Jahr in der zweiten Bundesliga. Aber natürlich will man das nicht. Natürlich will man ganz schnell und gerne wieder in der ersten Bundesliga spielen. Aber das könnte auch so sein, dass Schalke noch ein Jahr in der zweiten Bundesliga spielt.
Es wird natürlich immer schwieriger, das kann man vor allen Dingen in Hamburg beim HSV sehen. Die wollten auch kein zweites Jahr in der zweiten Liga, sie wollten auch kein drittes und wollen ganz bestimmt kein viertes. Bei Schalke sitzt jetzt ein ehemaliger Hamburger mit Dimitris Gramotzis auf der Bank. Die Ausgangslage scheint aus der Ferne betrachtet für ihn ganz einfach. Wenn er aufsteigt, dann darf er wahrscheinlich bleiben. Wenn er nicht aufsteigt, dann wahrscheinlich eher nicht. Wie siehst du ihn als Trainer? Du bist ja sozusagen ehemaliger Trainerkollege. Wie bewertest du seine Arbeit bislang bei Schalke? Ja, ich muss ehrlich sagen, dass Dimitri gute Arbeit absolviert. Er ist begeistert, das war er auch als Spieler, ja? ein richtiger Teamspieler. Und ich glaube, das tut er jetzt auch als Trainer, ja? Dass er die Jungs doch auf eine richtige gute Art erreichen kann. Ja? Und dann ist nicht nur der Trainer wichtig, die Spieler, die sind natürlich noch wichtiger, weil die müssen es ausführen. Und das Team um den Trainer herum, das muss auch unheimlich gut zusammenhalten. Und ich glaube, so wie ich es aus der Ferne jetzt sehe, dass das wirkt ja. Weil mit Ruben Schröder und Peter Knebel haben sie doch auch erfahrene Leute, die das steuern von oben. Wir können natürlich keinen Hüb-Stevens-Podcast machen ohne eine Schalker-Frage zu dieser Thematik. Und die Schalker-Frage kommt von einem echten Urgestein. Lieber Hüb, ich wünsche dir heute ein ganz angenehmes Gespräch. Und eine Frage hätte ich aber trotzdem an dich. Kannst du dir durchaus vorstellen, bei Hamburg nochmal Trainer zu werden? Dein ehemaliger Spieler Olaf Thon. Glück auf! Ja, Glück auf, sagt Olaf Thon. Seine Frage schließt sich ja ehrlicherweise nahtlos an die Frage von unserem HSV-Rapper Elvis an. Deswegen haben wir die ein bisschen hinten angestellt. Also Olaf Thon möchte wissen, ob du dir vorstellen könntest, irgendwann nochmal auf der HSV-Bank Platz zu nehmen? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil glaub mir eins, da sind viele junge, gute Trainer, ja, die das gut machen können. Und da muss nicht so ein alter Sack wie ich noch auf der Bank sich hier hinten setzen. Ich glaube, dass es besser ist, dass da jüngere Bursche kommen. Wir müssen natürlich noch mal ein bisschen auf Elvis' Frage zurückkommen. Der hatte sie ja etwas anders formuliert als Olaf Thon. Und streng genommen wollte er wissen, ob du in den vergangenen 15 Jahren mal ernsthaft darüber nachgedacht hast, doch noch mal nach Hamburg zurückzukehren. War das so? Das stimmt. Wir haben Kontakte gehabt nachhinein. Aber das hat dann zu nichts geführt. Aber ja, ich hatte das auch gerne gemacht, weil HSV und Hamburg, ja, das passt. Und guck, es ist nicht umsonst, dass diese Vereine es so schwierig haben, weil jede Mannschaft, die gegen HSV, Werder Bremen, FC Schalke 04 spielen, die geben immer alles in die Spiele. Und darum ist es auch schwierig in der zweiten Bundesliga, um dann wieder aufzusteigen. Aber ich hatte mich das vorstellen können, ja. Da wir ja unter uns sind, kannst du ja vielleicht noch mal verraten, wann war das? Och, das ist lange her. Ich denke, dass das auch wieder, denk, 10 Jahre zurückliegt. Das heißt, wer war damals Sportchef? 2010, beim HSV waren ja viele Sportchefs, muss ich direkt mal überlegen. War das Frank Arnesen? Nee, davor wahrscheinlich. Ja. Ah, okay, Frank Arnesen. Ja, damit sind wir ehrlicherweise auch direkt voll beim HSV, nach dem kleinen Ausflug nach Schalke. Und der spielt jetzt ja bekanntermaßen am Dienstag gegen dann ebenfalls Ex-Club, gegen den ersten FC Köln. Ja. Nachdem du jetzt Schalke heute ein bisschen, aber nicht alles geguckt hast, wie schaut es ab Dienstag aus? Hast du dir einen Fernsehabend reserviert und guckst ab 18:30 zu? Ich denke schon. Das sind doch Spiele, die man nicht vermissen möchte. Ja. Wenn HSV gegen Köln spielt, wo du auch Trainer gewesen bist, dann willst du dich das auch anschauen. Das ist doch ganz normal. Wir haben uns ein wenig bei deiner Familie mal umgehört, um uns auf das Thema Köln gegen den HSV zu lenken. Und hier kommt eine Frage von deinem Sohnemann. Hallo Papa, erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast. Ich habe eine Frage und zwar würde es mich und ich denke auch viele Zuhörer interessieren, was das prägendste Spiel war, sowohl in der Zeit bei 1. FC Köln als auch beim Hamburger SV, also was dir am meisten oder welches Spiel dir am meisten beigeblieben ist aus dieser Zeit.
Das wäre mal interessant zu hören. Danke, viel Spaß, tschüss. Ja, das war Michael Stevens, dein Sohn, der erfolgreich als Spielerberater arbeitet und in Berlin wohnt. Bevor du auf seine konkrete Frage antwortest, einmal von mir gefragt, was hast du eigentlich gedacht bzw. gesagt, als dein Sohn dir eröffnet hat, dass er als Spielerberater arbeiten will? Puh, weißt du, was ich gesagt habe? Viel Spaß. Nein, ich habe auch gesagt, versuch es so zu tun, wie du denkst, dass du es tun möchtest. Aber versuch ehrlich zu sein. Versuch ehrlich zu sein gegenüber die Spieler und auch gegenüber die Vereine. Ja, und das ist ein ganz harter Job, was die ausführen. Weil, die müssen manchmal betteln und das ist unglaublich. Das wäre nichts für mich. Und ich habe ihm da unheimlich viel Erfolg gewünscht. Ja, aber er macht es gut im Moment und er hat Spaß dran. Und das ist das Allerwichtigste, dass er Spaß hat. Wie hast du denn als Trainer über Berater gedacht? Man könnte ja sagen, dass sie hin und wieder mal andere Interessen verfolgen als vielleicht die Trainer. War das für dich ein komisches Gefühl, dann zu erfahren, okay, mein Sohn wechselt jetzt auf diese Seite? Ja, das war auch komisch, weil ich wollte nichts mit Berater zu tun haben. Ich habe immer gesagt, das ist eine Sache des Managers, ja, und nicht des Trainers. Ich stand zu nah bei den Spielern und dann wollte ich nicht auch noch mit den Berater zu tun haben. Ich habe mal einmal habe ich richtig Kraft gehabt und das war in Köln mit der Berater von Podolski damals. Und da ging es wirklich hart drauf, ja. Und da habe ich gesagt, das kann ich, was Sie machen, ja, weil ich will nicht mit Sie Kontakt haben, nicht mit Ihnen reden. Ich will mit der Junge will ich reden, weil der muss für uns, ja, die Tore schießen, der muss für uns gute Spiele absolvieren. Und da hat er einen Vertrag für und ich will mit Ihnen nichts zu tun haben. Ging es da um eine Gehaltserhöhung oder um einen Wechsel, den der Berater erzwingt? Nein, da ging es um die Teilnahme von Lukas Podolski bei der Nationalmannschaft und bei die unter 21, glaube ich, Mannschaft oder 20, unter 20 Mannschaft. Und die haben damals kurz hintereinander Turniere gehabt. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich ja, mich entscheiden für ein Turnier, habe ich zu Lukas gesagt. Und das Beste wäre dann die Nationalmannschaft. Und dann nicht die unter, ich glaube, das war unter 20 oder unter 19, ich weiß es nicht genau. Und das habe ich ihm geraten. Und dann ist der Berater ist böse geworden auf mich und wo ich mich einmischen würde. Ich habe das nur gesagt zu Lukas damals, um ihn zu schonen, ja, um auch nicht so überbelasten. Ich erinnere mich, dass Lukas Podolski ja 2004 als 18-Jähriger dann in Portugal bei der Europameisterschaft dabei war. Auf jeden Fall hat er sich ja offenbar deine Worte zu Herzen genommen, weil so schlecht war seine Saison damals nicht. 24 Tore, glaube ich, in der Saison 2004, 2005, als ihr mit Köln zusammen aufgestiegen seid. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass sich dein guter Draht zu Lukas Podolski ausgezahlt hat, oder? Ja, ich muss sagen, Lukas war ein super Junge. Und ich habe wirklich super mit ihm arbeiten können. Und nachhinein hat er auch eine sehr gute Karriere hingelegt. Und Lukas war in das Jahr war unser Torschützenkönig. Und ja, er war so wichtig für die Mannschaft. Nicht nur als Torschütze, aber auch in spielerische Teil war er unheimlich gut. Lukas Podolski hat ja möglicherweise auch was mit deiner Antwort auf die Frage deines Sohnes zu tun, denn der wollte ja wissen, ja, was für dich so die prägnantesten Spiele waren. Einmal für Köln, wo du ja von 2004 bis 2005 gearbeitet hast, und einmal für den HSV, also von 2007 bis 2008. Möchtest du anfangen? Naja, lass mich anfangen in Köln. Beispielsweise, ich weiß noch gut, dass wir das zweite Spiel in, ich weiß nicht, wo es war, gespielt haben, im Süden von Deutschland. Wir haben da geführt, wir haben da verloren und wir sind dann zurückgereist nach Köln und den nächsten Tag haben wir auf die Asche trainiert. Das war Burghausen, kann das sein? Wacker Burghausen? Das war gegen Wacker Burghausen und dann haben wir den nächsten Tag haben wir
alle Sache, was in die Magazin war, von Hütchen, Bälle, Leibchen, alles haben wir mitgenommen auf der Platz. Und ich war auch vorher war ich auf der Ascheplatz gewesen. Da standen nur Hütchen und sie haben damals haben sie eine Stunde lang hin und her gelaufen, ja, auf die Asche. Und die waren ungefähr tot, ja. Und dann nachhinein, nach der Saison, dass wir auch Meister wurde, habe ich als Geschenk einen Pokal bekommen von ihnen mit Asche drin. Herrlich. Ich hätte jetzt witzigerweise eher gedacht, dass du einen glorreichen Sieg aufzählen wirst. Ich hätte zum Beispiel an das Rückspiel gegen Burghausen. Nein, aber das war das Allerwichtigste, dass sie damals kapiert habe, ja, dass sie angekommen waren in der zweiten Liga. Ja, Sie haben es ja wirklich kapiert, weil ja. Stefan hat schon recht, das Rückspiel ist dann 8-1 gegen Wacker Burghausen ausgegangen. Das war die Rache für die Aschenbahn. So, und jetzt wollen wir natürlich noch hören, wann du die HSV-Spieler mal auf die Aschenbahn geschickt hast. Nein, da habe ich da die HSV-Spieler nicht brauchen zu tun. Ich muss sagen, das Spiel, wo ich angekündigt habe, dass ich nach der Saison aufhören würde, weil meine Frau damals krank war. Da muss ich sagen, das Spiel, wo die Fans auch mich bedankt haben, das steht mich noch immer nah. Weißt du noch, gegen wen das war? Ich glaube, wir haben das Spiel mit 5-0 oder so etwas gewonnen. Das war ein von den letzten Spielen, war das. Also ich weiß noch, dass das letzte Spiel, am letzten Spiel, da habt ihr ja gegen den KSC, da war ich auch im Stadion damals. KSC 7-0 habt ihr gewonnen und ich glaube, ihr habt danach eine Ehrenrunde gemacht und das ganze Stadion ist wirklich aufgestanden. Das war Gänsehaut pur. Stimmt, das war das Spiel, ja. Das bleibt dich immer bei, das ist doch klar. Ja. Da hatten wir auch so ein bisschen mit gerechnet, dass du das nennen wirst. Das war natürlich ein sehr emotionaler Moment. Emotional war auch der Aufstieg für dich mit Köln. Mit dem HSV wiederum hast du den Abstieg verhindert und bist sogar nach Europa eingezogen. Wahrscheinlich kann man beide Clubs nur schwer vergleichen, auch wenn beides natürlich Traditionsclubs sind. Wir wollen das deswegen jetzt trotzdem mal versuchen, da einen Vergleich herzustellen und haben deswegen die nächste Frage parat. Moin Trainer. Eine Frage deines ehemaligen Spielers Christian Rahn beim 1. FC Köln. Gibt es große Unterschiede zwischen den beiden Traditionsclubs HSV und 1. FC Köln? Und zweite Frage, wie gelingt dem HSV in dieser Saison der Aufstieg? Viele Grüße, tschüss. Ja, das war Christian Rahn, den du in Köln trainiert hast und er hat gesagt, er hat eine Frage und stellt dann aber doch lieber zwei Fragen. Ja, Frage Nummer eins ist, was denn die Gemeinsamkeiten aus deiner Sicht von diesen beiden wirklich großen Traditionsclubs Köln und Hamburg sind? Na, ich denke, dass es, ich habe das auch erwähnt, ja, beide eine große Stadt. Köln ist eine große Stadt. Hamburg ist eine große Stadt. Ja, beide Superfans. Ja, muss ich dazu sagen, dass in Köln noch schönere Lieder gesungen werden als in Hamburg. Aber auch in Hamburg war es super, muss ich ehrlich sagen. Nein, ich glaube, da kannst du die beiden Vereine kannst du an vergleichen, ja. Ich denke, dass Hamburg noch etwas sachlicher ist, ja. Und weil in Hamburg hast du nicht so viel mit Karneval zu tun. Und das hast du in Köln natürlich schon. Und dann wird auch der Gag ja mitgenommen, das ist doch klar. Und das musst du auch tun, das musst du dich einleben können. Und ich denke, dass das der einzige Unterschied ist. Als kannst du noch verraten, als was du damals beim 1. FC Köln müssen sich ja alle immer zum Karneval verkleiden, auch Spieler und Trainer. Hast du mitgemacht und als was bist du gegangen, wenn du mitgemacht hast? Ich habe mitgemacht und ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich glaube, dass ich etwas als Bauer gegangen bin oder wie dann auch. Aber ich habe mitgemacht, ja. Du hast ja wahrscheinlich auch noch das Bild von Steffen Baumgart im Kopf, der dieses Jahr als, was war das eigentlich, so ein hüpfendes Häschen
Rosa Einhorn, würde ich sagen. Rosa Einhorn. Ja, aber das gehört dazu, ja. Und das darfst du auch nicht wegnehmen für die Spieler. Ja, auch das gehört dazu. Das ist das Leben um einen Verein herum und das darfst du die Spieler nicht entnehmen. Wenn du das die Spieler entnimmst, dann nimmst du unheimlich viel Gefühl weg und das kann nicht. Köln, als du damals in Köln warst und in der zweiten Liga gestartet bist, du hast ja selber den zweiten Spieltag erwähnt, gegen Burghausen verloren. Das Spiel davor hattet ihr unentschieden. Ihr hattet einen Wahnsinnsaufstiegsdruck, weil alle haben gesagt, Köln muss aufsteigen und trotzdem schien euch dir dieser Aufstiegsdruck dann im Laufe der Saison gar nichts auszumachen. Ihr seid sehr, sehr souverän Zweitligameister geworden. Ich glaube, am 31. Spieltag schon aufgestiegen. Das war wirklich super souverän. Hat dir das wirklich nichts ausgemacht, dieser Druck? Nein, weil da kommt man klar mit. Das kann nicht anders. Ja, du musst damit umgehen können. Und du musst den Druck versuchen wegzunehmen bei den Spielern. Und das habe ich getan. Ich habe den Druck weggenommen bei den Spielern. Und ich habe oft mich davor gestellt, ja, dass ich den Druck hatte. Aber auch ich konnte mit dem Druck umgehen. In Hamburg ist es ja meistens in der Schlussphase vor allem immer wieder ein großes Thema, das Thema Druck. Hast du eine Ferndiagnose, warum der HSV sich mit dieser Thematik so schwer tut, warum man immer das Gefühl hat, dass der HSV diesen Druck auch erliegt? Ja, natürlich, weil es ist nicht nur der Verein auf sich, es ist auch die Stadt. Ja, denk mal ins dran, wie viele reiche Leute wohnen in Hamburg. Ja, die wollen auch unbedingt, dass HSV ja in der ersten Bundesliga ist. Du nimmst immer extra Druck mit. Ja, wie viele Zeitungen sind nicht in Hamburg? Ja, das ist unglaublich. Aber die legen auch wieder Druck drauf. Das meine ich auch damit zu sagen, dass in Hamburg hast du mehr Druck als wurde auch. Eigentlich hatte Christian Lahn ja nur eine Frage, aber in dieser einen Frage wollte er als zweites dann auch noch was wissen, nämlich ob es der HSV denn in der Saison schaffen wird. Ich hoffe es. Ja, und dann kommt es wieder darauf an, dass man den Druck weghalten kann von den Spielern. Ja, dass die Spieler nicht den Druck haben, aber die Leute um die Mannschaft herum, die können und die müssen mit dem Druck umgehen können. Aber die Spieler, nehmen die den Druck weg, ja, weil die haben auch so viel Druck. Anders sage ich, guck mal nach das Medienfeld, ja, wie groß das ist. Und da hat ein Spieler, der hat da Probleme mit, das ist doch klar. Das ist ein extra Druck, was du nicht nötig hast. Du hast jetzt gesagt, du hoffst, dass der HSV es dieses Jahr schafft. Meinst du wirklich, dass bei der Konkurrenz, St. Pauli und Darmstadt spielen ja auch so ein bisschen die Saison ihrer Clubgeschichte und dann natürlich noch Schalke und Bremen und Heidenheim, die da oben auch mitmischen. Meinst du wirklich, dass es am Ende für den HSV dann auch reichen könnte? Ich glaube schon, weil ich gucke, HSV ist jetzt auch 3 Jahre am Kämpfen dafür. Ja, um auszusteigen. Und die wissen, in was für eine Situation dass sie kommen. St. Pauli nicht. Ja, wenn die den Druck bekommen, ja, in die letzten 5, 6 Spielen, dann bin ich gespannt, ob sie damit umgehen können. Dem HSV würde auf jeden Fall ein junger Podolski gut tun, der ja in deiner Aufstiegssaison mit Köln 24 Zweitligatore geschossen hat und das maßgeblich zum Aufstieg beigetragen hat. Von ihm haben wir leider jetzt keine Frage im Petto, aber sehr wohl vom Architekten des damaligen Aufstiegs. Lieber Hüb, erstmal gute Besserung nach deiner Knie-OP und ein gesundes neues Jahr. In unserer gemeinsamen Zeit 2004, 2005 bist du als Frühaufsteher aufgefallen. Ich war zwar auch um 8 im Büro, aber das hast du immer noch getoppt. Und meine Frage, und das interessiert die Podcast-Zuhörer sicherlich, was hast du eigentlich so früh im Büro gemacht? Stichwort Elfmeterstatistik und vor allen Dingen, sag mir mal, wo ist dieser Fundus an Statistiken heute, da du ja nicht mehr auf der Trainerbank sitzt? Alles Gute. Tschüss, Jupp. Schön. Das war Andreas Rettig, der damalige Sportchef vom FC, späterer DFL-Chef und dann noch bei St. Pauli als Geschäftsführer tätig. Mit einer sehr interessanten Frage, Hüb, jetzt wollen wir natürlich wissen, was hatte es damals mit dieser Elfmeterstatistik in aller Herrgottsfrüh auf sich? Nein, dass ich da so früh war, hatte nichts mit die Elfmeter. Ja, auch.
Ja, weil ich hatte dann, der Abend vorher hatte ich von alle Spiele, hatte ich mich die 11 Meter ausgesucht und die habe ich dann morgens reingebracht. Ja, aber ich wollte da immer sein, wenn die Spieler ankamen. Ich wollte sehen, wie die auf das Trainingsgelände kamen. Ja, weil die ersten Eindrücke sind natürlich unheimlich wichtig. Ja, darum war in Hamburg war es auch so bei HSV, dass sie immer vorbei die Tür des Trainers gelaufen sind, wenn sie reingekommen sind. Ja, wir wollten nicht, dass sie durch die Garage gingen. Nein, sie musste vorbei an der Trainerstür mussten sie kommen. Ja, und dann hast du der eine Spieler, der sagte, ja, morgen, und der andere sagt, hey Trainer, guten Morgen, und wieder nach. Und dann siehst du auch einen Unterschied. Und dann weißt du auch, da können Probleme sein. Ja? Und wer war in Köln der beste Guten Morgen-Sager? Wie ist Lukas Podolski morgens zum Training erschienen? Na, Lukas war freundlich. Lukas, derjenige, der war damals, ich glaube, das war Streit, der hatte da noch mal Probleme mit. Ja? Aber auch der hat sich dahin gefangen und er hat ganz normal reagiert. Also und so ganz nebenbei hast du dann, wenn du auf die Spieler gewartet hast, ja, um die Zeit zu vertreiben, alle 11 Meter von allen möglichen Spielen in der Statistik eingetragen, um die Torhüter besser vorzubereiten, oder? Ja, das habe ich getan für die Torhüter. Die haben dann auch jedes Mal vor ein Spiel, haben sie eine Liste von mir bekommen, wo die mögliche 11 Meter Schützen ja, schießen konnten. Hast du diese Unterlagen eigentlich noch? Das ist ja ein unglaublicher Schatz eigentlich, ne? Nein, die habe ich nicht mehr. Die habe ich damals, habe ich die in Hoffenheim, habe ich die an SAS damals übergegeben. Und die sind dann weiter mitgegangen. Ja, ich sag mal, schade eigentlich, aber heute im Internetzeitalter ist das wahrscheinlich alles zack, zack, zack mit ein paar Klicks getan, beziehungsweise es gibt ja wahnsinnige Statistikdatenbänke und das ist eigentlich schade, dass man sowas gar nicht mehr hat, aber du scheinst ja auf jeden Fall eine große Expertise in Sachen Elfmetern zu haben. Wer würde denn deiner Meinung nach, sollte es am Dienstag zum Elfmeterschießen kommen zwischen Köln und dem HSV, wer hätte da die Nase vorn? Hast du da noch in Sachen Elfmeter einen Tipp für uns? Nein, weiß ich nicht. Es sind alle andere Spieler, ja, die ich nicht trainiert habe. Und von daher ist das ganz schwierig zu sagen, welche Spieler ein guter Elfmeterschütze ist oder wie dann auch. Aber glaub mir, du kannst das auch nicht trainieren, einen Elfmeter zu schießen. Ja, wenn du da stehst, dann hast du mit der Druck von oder ein volles Stadion oder ein leeres Stadion. Weil das ist Druck, ja, wenn sie da steht. Ich glaube, dass es noch schlimmer ist, in ein leeres Stadion, dann in ein volles Stadion, um einen Elfmeter zu nehmen. Ja, und darum denke ich, das ist ganz schwierig, wer da cool in ist. Welcher Spielertyp macht das? Ja, und dann hast du Typen dabei, die können das. Ja, die schießen dem so, wie sie das auch wollen. Sollte es tatsächlich zu einem Elfmeterschießen kommen, dann stünden natürlich auch die beiden Torhüter im Mittelpunkt. Ja. Beim HSV wird natürlich Daniel Heuer-Fernandes das Tor hüten. In Köln ist das noch gar nicht so klar. Also ursprünglich hieß es ja mal, dass Timo Horn eine Chance bekommen wird, nachdem zuletzt ja immer Marvin Schwebe während Horns Verletzung auch im Tor stand. Jetzt ist aber Timo Horn an Corona erkrankt. Traust du dir denn einen Tipp zu, wer von den beiden im Tor stehen wird gegen den HSV? Boah, das ist schwierig zu sagen, aber wenn Horn Corona erkrankt ist, ja, dann kann er es vergessen. Das ist doch klar. Ja, aber ich glaube, dass die Torhüter das Spiel nicht entscheiden werden. Ich denke, dass das das beste Team tut. Ja, und ich glaube, dass HSV doch überraschen kann. Ah, okay, das würden unsere Hörer auf jeden Fall gern hören. Trotzdem eine Nachfrage zum Torhüter. Daniel Heuer-Fernandes spielt eine sehr starke Saison, war jetzt ein paar Spiele verletzt vor der Winterpause, hat davor aber wirklich sehr überzeugt, was insofern viel überrascht hat, weil er ja letzte Saison gar nicht gespielt hat und jetzt aber wirklich einer der Leistungsträger ist. Aus der Ferne betrachtet, du wirst ja jetzt nicht alle Spiele 90 Minuten gesehen haben, aber ja ein bisschen schon was. Gefällt er dir gut als Torhüter? Ja, finde ich schon.
lass mal so sagen, ja, ein Torwart, ja, ist ein Einzelgänger. Ja, der steht da im Tor und der ist der armste Sau. Wenn der 10 gute Saves macht, ja, und einmal ein Ball durchlässt, der haltbar ist, dann ist er doch das Arsch, ja, und dann muss der unterstützt werden. Ja, und die unterstützen sich selbst unheimlich gut, ja, ein Torhüter, das ist ein Einzelgänger und das muss da auch sein, weil dieser Druck, ja, um damit umzugehen, um keinen Ball durchzulassen, ja, das ist noch etwas. Guck, ein Spieler, der kann sich ab und zu nochmal in ein bestimmtes Moment, kann er sich wegstecken, aber das kann ein Torwart nicht. Guck, wenn ein Stürmer 4 Chancen verpasst, und er schießt der Winnende rein, ist er der Hero. Ja, aber das ist bei einem Torwart nicht so. Das spricht ja eigentlich dafür, dass gerade die Torhüter dann auch nochmal besonderes Vertrauen von ihren Trainern brauchen. Ja, natürlich. In den letzten Jahren war es ja so üblich, dass es, oder bei einigen Vereinen wurde es so praktiziert, dass es explizit einen Pokaltorhüter gab. Wie war das bei dir eigentlich? Warst du ein Freund dieser Art von Rotation? Nein, hatten wir nicht so. Ja, wir haben immer entschieden, nach wer am besten passt. Ja, und wir haben da nicht so viele Unterschiede gemacht. Stichwort Rotation, ein ganz guter Punkt. Tim Walter wollte sich natürlich jetzt noch nicht in die Karten gucken lassen, wer jetzt genau am Dienstag auflaufen wird bei dem Spiel. Hast du ja auch damals nicht gemacht. Und wir haben jetzt heute als Training war ihn danach gefragt, ob er schon so ein bisschen im Hinterkopf auch berücksichtigt, dass der HSV ja direkt am Freitag das Derby auch hat und da möglicherweise beide Spiele im Paket auch den ein oder anderen vielleicht mal schonen wollen würde. Er sagte dann sowas sinngemäß wie, naja, der Fokus liegt nur auf dem nächsten Spiel und wir denken jetzt nur an Köln und das muss er ja auch sagen, das sagen alle Trainer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht eigentlich Blödsinn? Ist es nicht schon so, dass man als Trainer sehr wohl sich Gedanken macht, wir haben jetzt 2 wichtige Spiele, wie können wir das im Paket am besten angehen? Das musst du tun, das kann nicht anders. Du musst, guck, wenn ein Spieler beispielsweise angeschlagen ist, ja, dann kann es sein, dass du so einen Spieler schonst, dass du sagst, wir lassen dich jetzt raus, ja, weil das Risiko ist so groß, für eine noch schwerere Verletzung dich zuzuziehen, dann hältst du ihn raus und dann tust du beispielsweise ihn schonen. Nochmals, aber ich habe auch, ja, immer gelernt, von das erste Spiel ist das wichtigste Spiel, ja, und dann musst du als Spieler, musst du das auch hinkriegen, um 3 Spiele in einer Woche. Ja, du musst dich gut pflegen, du musst bei Pflege hört Ruhe, bei Pflege hört auch Training, aber bei Pflege hört auch gutes Essen. Ja, das ist unheimlich wichtig. Ein Profi muss 3 Spiele in einer Woche absolvieren können. Das muss kein Problem sein. Du hast gesagt, das nächste Spiel ist das Wichtigste, das nächste Spiel ist ja das Pokalspiel. Jetzt habe ich gerade ganz kurz vor diesem Podcast mit einem befreundeten Kollegen telefoniert, den wirst du nicht kennen, aber der wollte unbedingt dir eine Frage stellen zum Pokal und deswegen hören wir jetzt einmal ganz kurz seine Frage, die Frage von Olli Wurm. Hallo Herr Stevens, Oliver Wurm hier. Ich habe eine Frage zum Mythos DFB-Pokal. Als Trainer ist es Ihnen ja, und ich glaube, da gibt es nicht viele, gelungen, nicht nur den DFB-Pokal mit dem FC Schalke 04 zu holen, sondern ihn auch in der Saison darauf zu verteidigen. Was macht aus Ihrer Sicht diesen besonderen Reiz des DFB-Pokals aus? Und würden Sie sagen, dass man als Verein auch tatsächlich sich mal auf diesen Wettbewerb eine Saison lang voll konzentrieren sollte? Natürlich nicht die Liga außer Acht lassend, aber diesen Pott, dieses Erlebnis Berlin mal zu erleben? Das ist eine gute Frage. Ja, natürlich, aber darum sage ich auch, das erste Spiel ist das Wichtigste. Und wir haben auch damals, haben wir gesagt, wir gehen voll rein und wir sehen schon, wie ein Spiel läuft, ob ich dann eine schonen kann oder nicht schonen kann. Aber wir wollten immer gerne gewinnen. Ja, und das ist doch auch ein Reiz für einen Spieler, um in Berlin spielen zu können, ja, in ein Endspiel. Das ist doch super. Und von daher ist das auch für einen Spieler eine Herausforderung, um in das Endspiel zu kommen. Olli hat es ja eben schon gesagt, du hast es tatsächlich geschafft,
zweimal in Folge den DFB-Pokal in Berlin zu gewinnen mit Schalke. Kannst du uns mal einmal ganz kurz mitnehmen nach Berlin? Dieser Mythos-Finale in Berlin, du hast es zweimal geschafft. Was ist das für ein Gefühl, als Trainer da zu stehen, den Pokal hochzuholen? Was sind die Erinnerungen, die dir kommen an diese beiden wahrscheinlich ja unvergesslichen Nächte von Berlin? Ich glaube, das erste, das war Leverkusen oder war das Union? Das erste war Union und danach Leverkusen. Union, ja, später Union war das war das Schwierigste. Das erste war das Schwierigste, weil Union Berlin war damals in der zweiten Bundesliga. Und die haben es geschafft, zu Hause in das Olympiastadion zu spielen. Und unsere Fans, die immer uns unterstützt haben, auch damals haben sie uns unterstützt, aber da waren mehr Berliner dann Schalke. Ja, und darum war das so schwierig, das Spiel. Und man muss nicht vergessen, ich glaube, das war das Jahr, dass wir 4 Minuten Meister waren. Ja. Und eine Woche später war das Spiel gegen Union Berlin. Ja, und das war nicht so einfach, um die Spieler die Köpfe wieder hinzubekommen, um vorzugehen für das Pokalspiel. Und konntest du diesen Abend dann richtig genießen und feiern, obwohl dieses historische Ereignis der Nichtmeisterschaft oder der Meisterschaft der Herzen wenige Tage vorher ja wirklich ganz schwer über Schalke lag? Ja, natürlich. Aber ich habe die Jungs nach das Spiel, wo wir dann kein Meister wurden, ja, zu Hause nach dem Spiel habe ich sie zusammengerufen und habe gesagt, ihr geht erstmal in 2-3 Tage nach Hause, ja, und geht euch vorbereiten auf das Endspiel. Weil das ist auch, ja, ein Preis, was du gewinnen kannst. Ja, und dann hast du wenigstens noch etwas. Ja, und natürlich ist diese Enttäuschung unheimlich groß. Aber das müssen wir wegstecken und dann werden wir noch größer, wenn wir dann den Pokal gewinnen. Und ich sage es, ja, da waren Spieler auf der Platz, die waren wirklich nicht mit ihren Gedanken bei das Spiel. Die waren noch immer eine Woche vorher mit ihren Gedanken. Aber nach das Spiel so lief, ja, der beste Spieler auf der Platz damals war Jörg Böhme, weil er hat sich nie gekümmert um das eine oder das andere. Ja, weil der hat mit Spaß gespielt und ja, das erinnere ich mich noch. Ja, und der konnte da auch mit umgehen. Aber Spieler wie Nico van Kerkhoven beispielsweise, der hatte unheimlich viele Probleme damit. Ich erinnere mich, dass Gerald Asamoah hat letztens mal erzählt, dass er ein paar Tage nach dem Saisonfinale vor dem DFB-Pokalfinale, dass er in seinem Hotelzimmer auf dem Bett saß und erst realisierte, was da gerade passiert war ein paar Tage zuvor und geweint hätte. Und solche Spieler dann nochmal aufzurichten für so ein letztes Spiel, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. No, das ist, ja gut, weil ich so auch vorbereitet habe, direkt nach dem Spiel. Ja, ich habe direkt nach dem Spiel, habe ich all daran erinnert, dass er doch noch immer etwas zu gewinnen war. Ja, und dass sie nicht das auch nochmal in Berlin, ja, das Spiel vergeigen sollte. Ja, ich habe sie die Freiheit gegeben, ja, aber ich habe sie das Vertrauen gegeben, ja, dass sie da auch mit Spaß hingehen musste. Ja, und das haben wir dann auch getan. Wir haben versucht, die Spieler frei vom Kopf zu bekommen, aber das ist bei der einen oder anderen nicht gelungen. Ja, am Ende scheint ja dieser Motivationstrick sehr gut funktioniert zu haben, also die negativen Erfahrungen aus der Bundesliga vergessen zu machen. Jetzt haben wir ganz viel über den Pokalmythos Berlin erfahren, der für den HSV allerdings noch in weiter Ferne liegt. Dafür steht allerdings ein anderes Highlight-Spiel an, nämlich jetzt am Freitag dann auch schon das Derby. Wirst du dir das Derby eigentlich angucken? Wenn ich hier im Fernsehen das sehen kann, dann werde ich das tun, ja. Weil das ist doch genießen, ne, dass das Derby gespielt wird. Das ist doch super für die Spieler. Das ist doch einmalig. Das muss doch etwas super sein, ja, um gegen St. Pauli spielen zu können. Das ist doch geil. Das muss doch Spaß machen. Ja.
Der HSV ist es ja eigentlich immer gewohnt gewesen, in der Vergangenheit dann auch in der Tabelle vor St. Pauli zu liegen. Jetzt ist es dieses Jahr ein bisschen anders. Man hat St. Pauli sicherlich zum Kreis der Aufstiegskandidaten vor der Saison dazugezählt. Bist du aber insgesamt überrascht, dass St. Pauli dann doch ja von der Punkteausbeute her recht souverän die Tabelle anführt? Ja, natürlich, aber ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der überrascht ist. Ja, aber die gehen da auch ganz gut mit um, mit der Situation. Nur, ich bin gespannt, wenn sie in dieser Situation weiter verbleiben, wie es dann in die letzten Spiele sein wird. Ob sie dann mit der Druck umgehen können. Tut das deinem, du hast ja auf jeden Fall auch immer noch ein HSV-Herz, tut das deinem HSV-Herzen ein bisschen weh zu sehen, dass offenbar möglicherweise St. Pauli sich anschickt, dem HSV den Rang abzulaufen? Ich glaube nicht, dass das St. Pauli gelingt. Ich glaube, dass HSV so stark ist, der Dino wird wieder hochklettern. Also deine Prognose ist, dass der HSV St. Pauli noch in der Tabelle überholt in dieser Saison. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube das, ja. Du wirst auf jeden Fall große Sympathien bei unseren Hörern dafür haben. Deine HSV-Zeit ist ja ehrlicherweise schon ein paar Jahre zurück. Und trotzdem, wenn man sich so die Namen von damals durchliest, ne, Vincent Kompany, Jerome Boateng, Juan Pablo Sorin, Rafael van der Vaart, Ivica Olić, Paulo Guerrero, ich könnte jetzt ewig weitermachen, das sind alles Wahnsinnsspieler, dass die irgendwie für die große, alte HSV-Zeit stehen. Und das tut ein bisschen im Herzen weh, jetzt dann über die zweite Liga sprechen zu müssen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen über die großen alten Zeiten sprechen. Und wir hätten jetzt all diese großen Stars anfragen können. Wir haben jetzt aber tatsächlich eine Sprachnachricht für dich von einem, der ehrlicherweise aus der zweiten Reihe kommt, aber der wollte unbedingt was loswerden, als er gehört hat, dass wir dich heute im Podcast haben. Und deswegen hören wir mal, was Enes Benatira dir zu sagen hat. Hallo Trainer, hier ist Enes. Ich hoffe erstmal, dass es Ihnen gut geht. Ich finde es auch richtig cool, dass Sie da im Podcast dabei sind. Ich glaube, Sie haben mit Sicherheit sehr, sehr viele spannende Geschichten parat. Ansonsten, und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, wollte ich mich bei Ihnen, auch im Namen meiner Familie, mich bei Ihnen bedanken. Dafür bedanken, dass Sie mich zu einem Bundesliga-Spieler gemacht haben. Dafür auch bedanken, dass Sie mir beigebracht haben, was es bedeutet, Disziplin zu haben, was harte Arbeit bedeutet und vor allem, was es bedeutet, demütig zu bleiben. Sie waren der perfekte Trainer zu dem Zeitpunkt, auch für den gesamten Verein. Es ist leider schade gewesen, dass Sie da leider früher als geplant vom HSV weggegangen sind. Die Gründe oder die Umstände kannte ja jeder oder kennt jeder. Ich werde die Zeit mit Ihnen niemals vergessen. Gefühlt war ich damals bei Ihnen fast jeden Tag im Büro. Oft wusste ich gar nicht, warum. Aber Sie waren die Art Vaterfigur, die ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Und wir hatten natürlich auch mal Tage dabei, die nicht so cool waren oder nicht so schön waren. Aber die guten und erfolgreichen Tage, vor allem mit ihm, überwiegen bei weitem. Danke nochmal dafür. Und zu allerletzt hoffe ich und wünsche ich, dass es auch Ihrer Frau gut geht. Ja, und ich hoffe, dass wir uns mal bald wiedersehen. Bis dann, alles Gute, Trainer. Und vielen, vielen Dank nochmal für alles. Liebe Grüße aus Berlin. Ja, sehr schöne und warme Worte von Enes Benatira. Das tut mir mehr, ja, dann eine Meisterschaft auf dem Pokal gewinnen, dass ein Spieler, der nicht direkt als in die erste Reihe gespielt hat, so denkt und so spricht über dich. Das tut mir unheimlich viel. Was habt ihr damals alles so besprochen, wenn er jeden Tag dein Trainerbüro aufgesucht hat? Habt ihr auch euch privat dann einfach mal ausgetauscht? Ja, auch, aber über alles, ja, wie er geschlafen hat, wie er gefrühstückt hat, wie dann Aug und was dann auch, ja. Nein, aber da kamen so viele Sachen nach vorne und wie er auch das Fußball leben sollte. Ja, wie er damit umgehen musste, ja, und darum finde ich das super, dass er diese Worte jetzt ausspricht, ja, dass er noch immer dankbar ist dafür. Ja, wir hatten Enes vor ein paar Wochen selbst mal hier im Podcast und er hat auch erzählt, dass er früher, als er noch jung war und als ganz junger Bursche zum HSV gekommen ist, natürlich auch noch
wie sagt man so schön, Flausen im Kopf hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann bestimmt schon ab und an mal in deinem Büro auch mal zum Rapport antanzen musste und sich eine kleine Kopfwäsche gefallen lassen musste, oder? Ja, aber das gehört doch auch dazu. Sehe ich bei einem jungen Spieler, ja, der wird, dann da kommt und der denkt von, ja, ich mache das hier machen und ich will die Welt erobern und wie dann auch. Ja, dann musst du auch ab und zu mal auf die Bremse drücken, ja, und ein Spieler deutlich machen, dass da unheimlich viel Arbeit zugrunde liegt, ja, um da zu kommen. Am Ende ja hast du großes Lob von Ennis dir eingeheimst jetzt. Also am Ende hast du ja genau den richtigen Umgang mit ihm gefunden. Du hast auch hier bei uns im Podcast jetzt nochmal die Möglichkeit, mit deinem Image als Knurrer von Kerkrade aufzuräumen und kannst zugeben, dass du eigentlich gar kein so schlimmer Knurrer bist, wie du mal dargestellt wirst. Boah, das liegt dann an jedem, der so darüber denkt. Aber natürlich kann ich unangenehm sein, ja, wenn ich mal verloren habe, ob das hier auch ein Spiel ist am Tisch oder wie dann auch. Ich will immer noch gewinnen, ja, ich will noch immer der Beste sein. Und das ist im Fußball auch noch immer, ja. Ich will noch immer, dass meine ehemaligen Vereine gewinnen, ja. Und dann kannst du auch mal als unangenehm sein. Sicherlich nach Medienvertreter oder wie dann auch, die direkt dann bestimmte Fragen stellen. Ja, dann bist du unangenehm, das weiß ich, aber das gehört dazu, denke ich. Das gehört bei dieser Mensch, wer ich bin. Ja, und ich kann nochmals, nach einer halben Stunde bin ich jetzt wieder los, ja, dann vergesse ich wieder alles, ja, und dann gehen wir und dann trinken wir ein Bier oder was dann auch. Ja, so ist mein Leben und so bin ich. Wir haben ehrlicherweise den ultimativen Beweis dafür, dass du ein Mann mit großem Humor bist oder besser gesagt, ein Mann, der sehr gerne lacht. Möchtest du diesen Beweis hören? Nochmals, ich weiß, wie ich lache, ja, das weiß ich. Trotzdem musst du da jetzt einmal durch, weil ich kann dir vorab sagen, diese Tondatei, die wir jetzt gleich abspielen, das sie ist 15 Jahre alt und manch ein Hamburger Sportjournalist hat sie immer noch als sein Klingelton auf dem Handy und deswegen jetzt einmal hier bitte ein paar Sekunden Hüb pur. Ja, herrlich. Super. Ja, dieses Lachen hat man wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gerne in Hamburg gehört und hört man auch immer noch gerne. Ja. Ich habe eben vorhin, als kurz vor der Nachricht von Ennis Benatira die Liste mit den Namen vorgelesen, das ist wirklich das Who des HSV ist. Welche Geschichten kommen da bei dir hoch, wenn du diese Namen hörst? Company, Boateng, Sorin, Van der Vaart, Olic, Jarolim. Eine super Truppe war, eine super Mannschaft, ja, die auch da unten nichts zu suchen hat. Und das habe ich sie auch gesagt, ja, und da habe ich sie auch bewusst von gemacht, ja. Und das war doch auch so, dass wir nachhinein am Ende der Saison oben noch mitgespielt haben, dass wir, glaube ich, Vierte oder Fünfte geworden sind und uns noch qualifiziert haben für das internationale Fußball. Aber das war auch die Mannschaft, die hatte so viel Qualität. Jetzt wollen wir natürlich nochmal auf die beiden anstehenden Spiele des HSV zurückkommen. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du dir vorstellen kannst, dass dem HSV gegen Köln eine Überraschung gelingen kann. Traust du dir denn auch einen Tipp zu? Ja, das traue ich mich zu. Ich denke, dass es 1-1 wird und in die Verlängerung das HSV gewinnt. Oha, sehr optimistischer Tipp. Du weißt, wie du bei unseren Hörern punkten kannst. Nein, aber nochmals, ich weiß es auch nicht. Ich bin nicht der Messias. Aber ich, nochmals, so muss man auch da rangehen in so ein Spiel. Ja, als Spieler, dass man immer eine Chance hat. Also 2-1 nach Verlängerung. Wie gesagt, das hört man auf jeden Fall in Hamburg sehr gerne. Und mal gucken, ob du auch eine letzte Antwort zu unserer letzten Rubrik hast, die sich auch ein bisschen mit der Zukunft beschäftigt. Unsere letzte Rubrik heißt meine Top 3. Genau, deine Top 3. Und als immer noch Fachmann wollen wir von dir wissen, wie die Top 3 der Abschlusstabelle der zweiten Liga in dieser Saison aussehen. Also bitte deine Voraussage jetzt. Wir sind gespannt. Ich denke, Werder Bremen erste, HSV zweite und Schalke dritte.
Gut, damit hast du dann nochmal belegt, dass der HSV an St. Pauli in der Tabelle vorbeiziehen wird, nach deiner Ansicht. Was mich nochmal interessieren würde, warum setzt du Werder auf Rang 1? Liegt das jetzt nur an Ole Werner? Die waren ja eigentlich mausetot nach der ganzen Anfangsaffäre. Ja, aber nein, aber die haben gespürt, ja, dass sie auf eine andere Art und Weise funktionieren musste. Und die gehen da voran. Und darum glaube ich, ja, natürlich braucht man dann auch ein Quäntchen Glück, ja, das ist doch klar. Aber darum glaube ich, dass Bremen am Ende ja ganz oben steht. Gut, dass Bremen Ende oben steht, das könnte man in Hamburg verschmerzen, wenn der HSV tatsächlich Zweiter wird. Und das wird dann hier auch jeder gerne hören und hat jeder gerne gehört. Wir haben auf jeden Fall super gerne dir eine Stunde lang zugehört. Es hat total Spaß gebracht, mal wieder deine Stimme und vor allen Dingen dein Lachen zu hören. Und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Gerne. Weil mein Akku ist beinahe leer, ja? Perfektes Timing, würde ich sagen. Deswegen machen wir jetzt gleich Schluss, würde ich sagen. Wir hören uns auf jeden Fall für die, die möchten, in der kommenden Woche wieder nach dem Derby. Das ist die Woche vor dem spielfreien Wochenende und trotzdem werden wir ein HSV-Podcast-Spezial im Petto haben. So viel sei vorab schon mal verraten. Es wird auf jeden Fall um Katar und um die WM in Katar gehen. Bis dahin, das wirst du noch wissen aus deiner Zeit in Hamburg. Hüb, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören. Tschüss. Und tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.